die Art und Weise, wie Forschung betrieben wird, ist einfach anders als in Europa. Der Haufen an verrückten Wissenschaftlern, die einfach Spaß bei ihrer Arbeit haben, war wirklich beeindruckend und hat mich total motiviert für die Zukunft. Mein Name ist Florian Kabinger und ich habe Molecular Biotechnology, das Masterprogramm an der FH Campus Wien, absolviert. Bei meinem Masterprojekt am MIT haben wir versucht, Wirkstoffe zu entwickeln gegen Leukämie und Prostatakrebszellen. Die Idee war, neue Moleküle zu entwickeln, die innovative Mechanismen besitzen, um die Steuerzentrale der Zelle, der Zellkern, zu beeinflussen und so das Problem von Krebs wirklich an der Wurzel zu bekämpfen. Wie kam es dazu? Ich habe das Bachelorprogramm Molekulare Biotechnologie an der FH Campus Wien studiert und habe damals schon ein internationales Projekt in Stockholm in Schweden gemacht. Ich bin dann zurück nach Wien und habe das Masterstudium Molecular Biotechnology an der FH Campus Wien absolviert. Ich hatte damals schon den Traum, an den großen Universitäten zu forschen und mit den großen einmal mitzuspielen. Und hatte damals auch schon den Eindruck, wir müssen uns wirklich nicht verstecken. Die Praxis und die Theorie, die man lernt im Studium, kommt sehr gut an bei Professoren und deswegen können wir auch für internationale Projekte mitarbeiten. Ich habe deswegen großen Universitäten wie dem MIT oder Oxford oder so geschrieben und habe damals sehr, sehr gute Unterstützung von der FH Campus Wien bekommen. Einerseits in Form von einem sehr aktiven International Office und in anderer Form von Marshall Plan Stipendium, ein internationales Stipendium, was Studenten unterstützt, von Europa nach Amerika zu kommen. Durch dieses Stipendium habe ich einen Professor am MIT gefunden und mit der Hilfe von dem Professor haben wir ein Forschungsprojekt entwickelt und eingereicht. Ich habe das Stipendium erhalten und konnte über ein Jahr am MIT forschen. Ich finde, dass der Bachelor und der Master zwei unterschiedliche Fokus haben. Der Bachelor ist besonders auf die Grundlagen, die theoretischen, die praktischen Grundlagen von molekularbiotechnologischen Methoden spezialisiert. Das hat mir sehr geholfen, wie ich in Stockholm war, dass man wirklich gleich im Labor arbeiten kann. Dass man könnte danach im Bachelor zum Beispiel in Analytik oder in anderen Forschungsbereichen im Labor arbeiten. Der Master hingegen beruht mehr auf Eigenständigkeit. Man kann selber seine Ideen entwickeln und kann selber in die Richtung gehen, die einen mehr interessiert. Diese Kombination als einerseits Praxis und andererseits Eigenständigkeit hat mir am MIT sehr geholfen, weil man das Projekt von Anfang an starten kann, man kann im Labor arbeiten, man kann aber auch die eigenen Experimente planen und dadurch Selbstforschungsergebnisse erzielen. Deswegen denke ich, dass man nach dem Master sehr, sehr viele Möglichkeiten hat. Man kann entweder ein Doktorat dranhängen und kann wirklich in der universitären Setting einen Doktor machen, oder man kann in die Industrie gehen und kann im Bereich Quality Management oder anderen industriellen Bereichen arbeiten und da, glaube ich, sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen. Ich habe bis jetzt sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht und wirklich viele Möglichkeiten schon bekommen, wo man in die Forschung gehen könnte, einerseits im industriellen Bereich oder im universitären Bereich. Und um ehrlich zu sein, ich weiß noch nicht, wo es mich hin verschlägt. Ich finde beide Richtungen sehr, sehr interessant und hätte derzeit geplant, in Amerika meinen PhD zu machen.